So, Twitch wollte mein Stream anscheinend nicht starten. Deswegen sitzt man schon im Auto und nicht wundern für die Leute im VOD. Ne, Twitch wollte meinen Stream nicht starten. Doch, hat's, aber nur für 32 Sekunden. Was soll das denn? Ja, okay, wir haben eh nichts Sonderliches geändert. Was soll der Scheiß denn jetzt? Ja, so haben wir hier aber nicht gewettet. Also, Wetter ist trocken gegen Ende des Rennens, könnte es noch anfangen zu regnen. Ich zeige euch das nachher in aller Ruhe nochmal. Wir sind jetzt in Training 1 und fahren gerade erst das erste Mal raus. Ich habe gerade das Setup eingestellt. Heute natürlich wieder ein Grand Prix mit Sonderregeln. Aber auch der letzte tatsächlich. Letzte insgesamt sogar, glaube ich, ne? Und in Singapur haben wir ja keine. Für gewöhnlich. Ich glaube, das ist die letzte. Mal was? Ich kann ja meine Abtippseinstellung nicht nochmal angucken. Weil irgendwas schien da gerade aber nicht geil zu sein. Zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. What shows is wie ganz schön. Die Schikane kann ich sowieso nicht. Ey, was ist denn los hier? Meine Bremsen funktionieren überhaupt nicht. Meine Bremsen funktionieren aber überhaupt nicht. Und ich rutsche wie ein Blöder. Was denn hier los? Hab ich das falsche Setup ausgewählt? Ich jetzt einfach noch mal. Kann ja nicht angehen. That's looking good. Now let's try for purple. You'll get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Und hier werde ich auch hart rausgetragen und schaff's dann nicht mit Optimalgeschwindigkeit durch.
Ja, ich werde immer aufs Übelste rausgetragen gegen Ende. Kann ich machen, was ich will. Und hier habe ich aber gar keine Bremsen in der Kurve. Und rausgetragen. Und beim Rausbeschleunigen übelsten über das Heck verloren. Hier gibt es absolut keine Kurvenlage. Hä? Und hier musste ich in die Kurve cutten, damit ich hier irgendwie rumkomme. Und hier fahre ich einfach geradeaus in die Wand. Nee, irgendwas ist hier nicht koscher, da brauche ich nicht weiterfahren, so. Irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht. Stopp. Ich schaue mir jetzt das Setup an. Das ist nicht richtig. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Das ist nicht richtig. Front Ring ist 2 und hinten ist 4. Das war sogar eigentlich zu viel Abtrieb, warum auch immer. Das hier ist richtig. Minus 2, minus 1, 0, 5, 0, das ist auch richtig. 2, 3, 5, 9, 3, 4. 2, 3, 5, 9, 3, 4, das ist auch richtig. Hier haben wir 54. Der Rest ist richtig. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system and you can either speak the command or select it manually. Das Setup war komplett falsch. Also vom Abtrieb her war das komplett falsch. Oh, Versuch. Aber vom Abtrieb her war das halt kompletter Crap. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Jetzt habe ich natürlich Verkehr ohne Ende. Oh, hoppla. There's some more time to be found in these turns. Turn 9, turn 10. Ja, immer noch so dermaßen rausgetragen. Ich sag, wie ist es? Ich hab massives Untersteuern. Und in manchen Kurven habe ich keine Bremsen. Die sind einfach ausgebaut in den Kurven. Beim Rausspringen habe ich halt so ein hartes Wheel Spinning. Ja. Das ist nicht das Auto, mit dem ich gestern noch drin gewonnen habe.
Kannst du mich erzählen? War das nicht dasselbe Auto? Nächste Wand geknutscht. Ach, vielleicht sind die harten Reifen hier auch einfach kacke. Stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Danke sehr, Herr Ocon. Oh, hoppala. Ich muss hier auf der Strecke anscheinend noch mehr aufpassen beim Rausbeschleunigen. Und hier darf ich halt, kann ich meine Stärke halt nicht zu einer Stärke umbauen. Es war das späte Bremsen, es funktioniert hier halt von vorne bis hinten nicht. Sieht man ja, ich schieße einfach geradeaus. Ich muss hier halt wirklich einfach nach Spielregeln fahren. Oh Mann, da wird es schwer drin, so günstig gut abzuschließen. That's fantastic. You obviously have a really good understanding of this circuit. Je nachdem, wie ich anbremse. Je nachdem, wie ich anbremse, geht's. Aber in manchen Kurven habe ich halt immer noch so ein dermaßen das Untersteuern. Gerade hier muss ich auch aufpassen, um rauszusteigen. Schauen wir mal, wo wir mit der Zeit hinkommen. Die dürfte eigentlich besser sein. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Immerhin Zweiter, ne? Immerhin Zweiter, aber ich fühle mich echt, also, als würde ich ein anderes Auto fahren. Gerade 5-6 die Kombi. Habe ich Probleme. Kurve 4.
Probleme. Ja, Kurve 9 sowieso super schwierig. Naja. Okay, der Treibstoff mal wieder okay. Wenn ich noch warten auf weniger Verkehr? Ne, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Engine fired, we're set. Aber, by the way, der Zeit auf Harten, ne? Wie ich da gefahren bin gerade eben. Mit der Verstappen auf Mediums hinter mir war. Ich nehme, wir verbessern uns jetzt auf die Pole. Also auf P1. Ja. Das Gefühl, mit dem neuen Setup geht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Keine Ahnung, was da für ein Setup abgespeichert war. Ach, das war wahrscheinlich so ein Mittelding. Ich glaube nämlich, ich hatte auf jeder Seite zwei dazu, ne? Da war wahrscheinlich, weil jetzt gemischte Verhältnisse waren im Rennen. Hatte ich gesagt, okay, ich stelle das hoch. Aber ich hatte vergessen, das zu kennzeichnen. So, er hat nichts an der Lage, dass ich das Gefühl habe, ich fahre ein ganz anderes Auto. Ich bin so müde, ne? Ohne Witz, ich bin seit 5 Uhr wach. Das ist halt... Ja. Warum ist ERS denn auf Mittel? Ich kann da gar nicht ausmachen. Wieso kann ich das denn nicht ausmachen? Das ist aber auch neu, oder? Gab es ein Patch, von dem ich nichts weiß? Ich mache gerade das Benzin-Setup. Ich mach gerade das Benzin-Setup. Oh mein Gott, bin ich ein Idiot. Ich hab mich wieder mal verklickt. Okay, ich sollte die Runde abbrechen, weil ich habe nicht so viele Reifensätze. Ich brauche noch einen nachher für die Rennstrategie. We're 10th in the speed trap, 318.2 km/h. Benzinmanagement, warum habe ich das denn angeklickt? Oh mein Gott. Ja, wieso kann ich den ERS nicht ändern und so ein Quatsch? Warum steht das auf Mittel? Oh, scheiße, okay. Ja, die werde ich auf jeden Fall alle noch vorlassen. In this program we're looking at ERS management. Oh Gott, was macht ihr, Leute? Battery efficiently throughout the lap to hit your target time. The overtake button will drain the battery quickly, but it will also give you maximum power. Ah ja, ich brauche keine maximum power. Also, später ja, jetzt nicht.
Ah, war ein bisschen weit in. Bisschen zu weit in. Da fährt ihr aber außen mehr Spielraum. Okay, auf dem Medium fühlt sich das gleich ganz anders an. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, das war in Aserbaidschan aber meistens das Problem auf den harten tatsächlich. Ja, hier schieße ich wieder ein bisschen über das Ziel hinaus. Hier ist es sehr schwierig, die Anbremszone richtig zu finden, weil man halt noch am Beschleunigen ist quasi. Das ist halt einfach eine Kombi, die richtig getroffen werden muss. Glaube ich hier halt. Bei dem Köpfchen muss man aufpassen, er trägt einen gerne ein bisschen raus. Dann hat man ganz gerne mal an der anderen Seite in der Wand. Ist natürlich ungeil. Ich meine, stört uns relativ wenig, aber ist ungeil. Zwei Sekunden, sehr schön. Boah, nicht so weit nach außen zu ziehen hier. Okay, test complete, and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Und das war die schnellste Runde, sag ich ja. So, Boxen einfach brauchen wir nicht zu üben, da, die ist relativ simpel. Fahren wir quasi einfach rein, fahren einen kurzen Schlenker, den wir hier in-game sogar mit Mach 7 einfach fahren können. The car setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. So far, our fastest lap is a 1:44.2. 11 Minuten. Wie schnell die Zeit vergeht, ey. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Ein McLaren, Verstappen und Sergio Perez. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. 16, auf Wiedersehen. Okay. Ah, Lando soll mal Punkte holen heute dieses Rennen wieder. Ich will wenigstens ein bisschen, dass wir bis Österreich oder so oder nach Österreich noch Platz 1 in der Konstrukteursrangliste halten. Ist schwer, wird nahezu unmachbar, glaube ich. Weil Lando lügt halt immer noch nicht in dem Auto. Wenn man halt nach Ideallinie fährt, wie die KI es halt macht bei Lando, dann funktioniert das Auto halt vorne und hinten nicht. Das ist das Wetter. Und im Rennen, im Qualifying, auch trocken bewölkt ein bisschen. Kann ja auch ein Training 2 eigentlich so mitfahren tatsächlich. Ja, das brauche ich aber. Okay, den hier habe ich noch nie reingemacht, ne? Dann lasse ich ihn jetzt hierfür auch noch aus. Besseren Turbolader machen wir jetzt aber rein. Ich will nicht alle Teile nutzen, unbedingt. So, Qualifying Tempel. Oh, eine fliegende Runde. Komm, was soll der Geiz? Wieder eigentlich fit, wenn wir am Anfang sind vom Qualifying. Okay, this is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Ich hab nur 82% ERS, okay, das ist natürlich nicht geil.
Okay, das ist ein Viertel an Leistung. No rain expected. No rain expected for the time being. Dries seem like the best tire for now. Maybe ist man auf den roten ein bisschen schneller als auf allen anderen. Das endet in der Wand. Das wäre ebenfalls in der Wand geendet, wenn ich nicht hart auf den Eisen stände. Ey, ohne Witz, ohne den Wagen ausgetauscht über Nacht. Oh, ich sehe ja die Kurve hier nicht, auch nicht hinbekommen. Schon wieder Much. Diese schnelle Kurve hat man fast zu wenig Abtrieb dabei, ey. Komm, zieh, Junge. Tempo da erster. Krass, dass ich bloß mal leben darf, ey. Okay, jetzt ist noch kein anderer gefahren wahrscheinlich. Aber schön. Ja, da war die Stärke auf der Gerade. Da hat man sie gesehen. Erster, 1.14.1 ist das Ergebnis. Und die Kurve, die Runde war kacke. Eigentlich. Also war nicht optimal. Kacke ist anders, ja. Optimal ist anders. Ja, da wo ich halt rollen lasse, ne? Oder alle rollen lasse. In den harten Bremspunkten geht sogar. Our best lap so far is a 1 minute 41.1. All personnel be aware, car leaving. Car leaving. Boah, ich könnte so pennen gehen, ne? Ohne Witz, ich bin so müde. Ich hab da echt Respekt vor, ne? Dass es da am Ende nur anfangen könnte zu regnen. Da habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich.
Ah, da war ich aber auch am Limit in Sachen Beschleunigung in der Kurve. Genau wie hier. Obwohl, da habe ich vielleicht noch ein bisschen später verblendet. Und durch die rutsche ich auch mehr durch als andere, ey. Und hier verliere ich einfach nur Zeit. Rutschen, Zeit verlieren. Schönes Hin und Her. Naja, ob das so schön ist, weiß ich nicht. Hier ist meistens beides, Rutschen und Zeit verlieren. Und hier geht, ich fahre halt nur mit Halbgas durch, ne? Ja, war ein bisschen zu viel, okay. Da habe ich immer wieder Angst, mit vollem Tankenabgang zu machen. Weil die ersten Runden durch die schnellen zwei Kurven, da fährt man eigentlich so wenig Abtrieb dabei. Gerade in den ersten Runden mit vollem Sprit. Cool, dass wir mal wieder niedriger Treibstoff abgeschlossen haben, obwohl wir 6 Runden Sprit noch haben. Gut beschleunigt. Aber ich muss immer zu früh beschleunigen. Ich habe auch immer das Gefühl, an der Kurve, wo ich immer denke, ich habe keine Bremse, habe ich da der Curb ein gutes Stück rausdrückt. Er drückt mich da ganz schön raus, aber man kriegt das im Auto so gar nicht mit. Der Körper ist auch nicht allzu hoch, aber er macht's halt einfach. Juckt ihn halt nicht. Das war schön durchgefahren durch die Kurve. Generell, die Runde gefällt mir gerade. Auch von der Position her. Zieh, Junge, zieh! Komm, 340 Knackse! Komm! Okay, super Job so far. We're getting great data. Stay focused. Leider nicht, oder ich hab's noch ganz zum Ende verpasst. Auf den Mediums geht's. Ich würde ganz gerne nur die Mediums zu Rennen fahren. Geht das? Also eine Medium-Hard-Strategie werde ich auf gar keinen Fall machen. Aber mit den Harz vorhin, das war ja richtige Krätze, ey. Wenn die hier warm gefahren sind, geht's auf den. Ich muss zwar noch sehr patient sein beim Anbremsen. Und hier darf ich halt einfach nicht zu schnell durchfahren. Darf ich halt einfach nicht. Das ist halt einfach... Giga-Selbstmord. Hier, sobald ich halt auf den Curb komme, mache ich einen Abgang nach vorne. Okay, und hier hinten war halt jetzt gerade Konzentration weg. Okay, da kann ich auch tatsächlich, wenn ich ein bisschen enger nehme, kann ich da trotz gelber Ideallinie voll durch, also was ist voll durch, also mit Halbgas durchheizen und am Ende erst komplett beschleunigen. Man hört das immer schön, wenn die Hinterräder irgendwo reindriften. Das hört man im Auto. Ich weiß nicht, was im Stream hört, das bezweifle ich. Aber ich krieg das mit. Oh, hoppla. Komm, holen wir noch mal ein bisschen raus hier. ERS, jalla.
Jetzt haben wir aber die 340. Guck mal, mit ERS hier. Machen wir so die 350 gleich. Ja, die haben wir nicht ganz erreicht. Auf Fett würden wir die 350 knacken. Auf Fett würden wir die 350 knacken. Bin ich mir sicher. Ja, wir vorhin mal drauf achten müssen eigentlich. So, da konnte ich bloß ganz kurz ein Audio hören. Weil der Herr ja nur Audios schickt. Our best lap so far is a 141.1. Fragt er mich, ob ich League spielen will? Wahrscheinlich, Bruder. So, sehr schön. Doch alles auf Lila abgeschlossen. Ich freue mich. Wir haben okay, just want to remind you to stand jetzt schnell zur Zeit. We have to give two sets back at the end of this. Weiß ich. Danke, Jeff. Für nichts. Gut. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Checko. Ein McLaren, Perez und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Wenn du halt über 2 Sekunden langsamer. Vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action. Achso, okay, auf Verhalten sind die gerne gefallen. Oh, auf Verhalten aber schlecht. Ist man wohl echt so viel langsamer? Also auch von der Position her? Das Gefühl hatte ich schon. Also gerade eben schon. So. Machst du nix. Einmal Training 3, bitte. Danach nehme ich die Ressourcenpunkte in Empfang. Ich hoffe, es sind ordentlich was an welche. Ich finde es aber interessant, dass wir immer noch in die Strapazierfähigkeit reinskillen müssen, obwohl wir letzte Saison so durchgefahren sind. Weißt du, mit der Einstellung, das ist halt absolut dumm. Aber naja. Wir haben auch schon mal einen Großteil abgehakt auf der Liste. Das wird gegen Ende wieder lustig. Ich denke mal, so im Mittelfeld der Saison können wir dann uns auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Also Chassis und Aerodynamik. Oder 1700 haben wir. Ich brauche 2000. Also sparen wir noch nach dem Rennen. 500 werden wir in dem Rennen nicht bekommen. Hier machen wir das zweite gerade. Vom Döbe. 3000 bräuchte ich sogar hier. Frage, brauchen wir das wirklich, ne? Also ja, kleiner Energiespeicher werden wir wahrscheinlich brauchen. Aber Getriebe bräuchte ich. Ja, weiß ich nicht. Hat funktioniert, MGUK brauche ich aber. Naja. Warten wir mal ab. Jetzt mal was eh so, dass wir hier alle reinhauen, wieder für Rennen, Qualifying. Boah. Hält ihr das Rennen noch durch? Ja, aber. Das hält auch noch durch. Passt schon. Frag mich halt. Achso, das haben wir jetzt dazu bekommen. Okay. 5. November. Da kommen wir erst nach der Saison. 5. Juli. Zukünftige Saison. Hey, warum kommt das denn jetzt in der zukünftigen Saison? Danach resettet sich das hier unten doch. Was ist denn für ein Bug? Juli. Da kommt auch bald. Aber ich glaube bald erst in einem Monat oder so. Hier nichts mehr zu trinken. Hör mal, es brennt.
das ist halt ein Riesenschritt, ne? Louis als Rival ist halt auch heftig. Aber okay, wir gehen ins Qualifying. Ich fühle mich okay auf den richtigen Reifen. Wir schauen nachher einfach mal. Also wenn wir auf Medium starten, werden wir dann auf Hard gehen, keine Frage. So, alles klar, der erste ist jetzt ziemlich Standard. Das kennen wir ja mittlerweile schon in- und auswendig. Checken, ob da alles richtig ist. Für 4 Runden Sprit. Und gib ihm. Standing by. Jetzt halt auch kompletter Müll, viel zu wenig Abtrieb. Alle 2 Meter liege ich in der Wand. Ja, das ist ein paar Marsch. Weil sowas können wir auch mit Spezialregeln leider nicht zurücksetzen. Aber irgendwo muss ich ergänzen, ne? Ja. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dry seem like the fastest tire at the moment. Helikopter. Da nimmt man den Körper eigentlich gar nicht mit, ne? Du fährst ganz schön nur im Kopf vorbei. Wahrscheinlich streckt er dich auch bis Mappen Süd. Den nimmt man aber mit, aber nur leicht. Noch nicht komplett. Ja, da kann man komplett durch, da muss ich nicht vom Gas gehen. Gleich mit vollem Sprit, okay, gebe ich zu, ja. Ich müsste echt mal Longstance-Test machen eigentlich. Aber sowas lässt halt leider die Strapazierfähigkeit noch nicht zu. Jetzt können wir mal gucken, wie schnell wir werden. Wir sind aber auf jeden Fall noch nicht so schnell wie im Training leider. Obwohl. Ja, 1,46. Na, ich glaube, wir haben das nicht geknackt. Aber gehen die erste Kurve erstmal weit. Ich glaube, da habe ich die Wand ein bisschen geküsst. Viel zu spät, viel zu spät. Leck mich am Arsch. Das ist eigentlich so eine schöne Strecke, ne? Aber ich komme auf die Straßen nicht klar. Ja, ne, die Runde ist halt kompletter Schrott. Nee, im Renntempo kann ich das hier nicht machen. Na, wir gehen jetzt aber so jetzt erst auf die wichtiger, ne? Als ob das immer noch ein schnellster Sektor war, das ist doch ein Bug. Lass mich raten, das wird jeder angezeigt.
Boah, jetzt achte ich mal nicht auf die 340, 345. Sondern auf den Bremspunkt. Was? You've just put in the fastest lap. Good job. Wie? Die Runde war ja... Das war meine schlechteste Runde jemals. Ich meine, wir verbessern die gleich automatisch noch. So ist das nicht, also... Hatte jetzt noch Rotes, bedeutet halt nichts. Wie kann die immer noch rot sein? Also mittlerweile frage ich mich das halt echt. Hä? Wie kann die erste Zeit so gut sein? Das ist doch nicht möglich! Wie? Na okay. Das kann ich jetzt zurückspulen. Och, Herr im Himmel. Was war denn das für eine Runde gerade eben? Ich meine, ich fahre jetzt so in die Box. Understood, stopping this lap. Was? Die erste Runde, das war halt meine schlechteste Runde, die ich jemals irgendwo gefahren bin. Da waren meine Runden in Japan besser. Und davon bin ich nur wirklich nicht viele gute gefahren. Wenn überhaupt. Was? Das verstehe ich nicht. Also irgendeiner hat definitiv dieses Auto ausgetauscht über Nacht. Also, sorry. Da blicke ich nicht durch. Na, wir warten mal ab. Die Werks-Mercedes kommen ja gleich erst. Obwohl, einer ist schon durch. Bottaski. Irgendwas reicht aber von der Zeit. Ich frage, wo ist Hamilton? 10. Ja, was machen die? Also, ich werde es zu Ende laufen lassen. Das ist ja kein Problem. 6-2 gehört nicht mir, okay. Das ist, weil ich halt an der Burg viel zu langsam bin. Ja, das ist viel zu langsam. Zu langsam halt. Könnte jetzt spannend geworden sein. Wir beide Mercedes natürlich weiter, bei der Ferrari weiter, bei der Red Bull weiter. Checo und Ricciardo auf 2 und 3. Ach du Scheiße. George Russell! Ich glaube nicht! Das verdient Applaus! Williams wird am Ausrasten sein. Also in dem Game zumindestens. George Russell mal wieder in Q3. Das erste Mal, glaube ich, in diesem Game. In unserer Karriere. George Russell hat die Chance bekommen, in Q2 sein Auto zu führen. Da wird gleich Mord und Totschlag geben, weil der Williams in Q2 ist. Holy shit. Aber dass die Top-Teams nur so schlecht waren, wundert mich. Also das geht ja erst ab 6 los, was das Top-Team. Na gut, auch, ne? Red Bull nur 4-5. Na gut, das ist eine sehr, sehr lange Gerade. Das ist vielleicht nicht die Strecke des Red Bulls. Oder nicht der Abteil des Red Bulls. Okay. Das wundert mich aber jetzt doch sehr. Oh, hoppala.
Sag ich, bis was jetzt kommt. Ich weiß zwar schon, dass ich nicht auf den Medium starten werde, weil ich da keine Lust drauf habe. Obwohl, ich glaube, letztes Jahr hat man es auch probiert. Platzen die Reifen noch? Hieß der Folgentitel. Ich sollte aufpassen in Sachen Reifenstrategie jetzt. Was auch immer platzen die Reifen noch denn bedeutet. Wieso habe ich hier einmal 17 Minuten und noch einmal 18 Minuten? Hey, was? Egal. Q1. Dieselbe Stelle, dieselben Probleme. Genau dasselbe. Und ich habe zurück... Ist das von... Ne, ist nicht von jetzt gerade. Kann nicht sein. Okay, jetzt zeig mir das nochmal, wie du so durchfährst. Wieso kriege ich das in dieser Kurve nicht hin anzubremsen? Ich habe ein kleines Déjà-vu gerade. Und das ist halt einfach zu langsam, wenn du so da durchfährst. Also habe ich das Gefühl. Okay, Q2. Wer hat sich wie qualifiziert? Unsere... Beide Racing Point und... Alles soft. Außer der erste... Ne, warte, ich war der erste. Ich hatte auch soft. Hab ich vorhin schon gesehen. Okay. Was ist jetzt passiert? Okay, Netz ab. Mein Internet wieder abgeschmiert. Sieht schwer danach aus, wa? Ne, mein Internet ist da, aber hier geht einfach gerade alles right, gefühlt. Was geht hier gerade ab? Was bist du? Okay, Fenster zu. Gehen wir dem Ganzen nochmal einen neuen Versuch. Wo hab ich denn da? Beide Racing Point und ein Renault weiter. Ja, und jetzt einmal bitte gerade vorspulen in Richtung Rennstart. Leclerc, Sebastian Vettel und Verstappen, Albon, Perez, Stroll und Daniel Ricciardo, Raikkonen, Norris, Romain Grosjean und Gasly, Ocon, Giovinazzi, Kevin Magnussen und Dani Kvyat, Russell und Nicolas. Keine Strafen, wieder. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Wieder keine Strafen. Richtig, Sherlock. Okay, wir haben Soft Hard oder Soft Medium Medium. Ich finde, ich will die Harten nicht fahren. Wir werden daraus Soft Medium Medium machen und ich muss das auf dem Track dann erkämpfen. No joke, ich will die Harten nicht fahren. Erst recht, wenn hier am Ende hieß, platzen die Reifen noch. Ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass aber er zurück... alle sind Monster, nee, nicht alle. Die meisten, die Bonstop gefahren sind, sind hier oben reingekommen. Fuck. Da muss ich versuchen, auf Mediums und dann Medium Hard zu fahren. Dann probieren wir das. Gucken wir jetzt erstmal, wie viel langsamer die denn sind. 1,1 Sekunden. Okay, nee, darauf kannst du dich nicht qualifizieren. Das ist nicht möglich. Wenn die so viel langsamer sind. Scheiße.
Ach, fuck. Ja, scheiße, müssen wir jetzt mit arbeiten. Mit 2-Stop werde ich das Rennen halt nicht gewinnen. Mit einem 2-Stopper werde ich das Rennen halt nicht gewinnen. Das ist halt das Ding, so was Reifenstrategie angeht, haben wir noch nicht das Polster nach oben, dass wir da irgendwie arbeiten können. Da muss man wirklich die rein rechnerisch schnellste nehmen, mit am wenigsten Boxenstops. Und ich kriege halt 20 Sekunden nicht rausgefahren. Noch nicht, mit dem Auto. Leider. Ich frage mich immer wieder, warum ich eigentlich Curbs in der Outlap mitnehme. Da hat die jetzt eine Verwarnung gibt, ne? Oh Gott sei Dank. Ich werde nämlich ganz schön dünn. Ich habe teilweise keine Bremse in dem Wagen. Die wurden einfach ausgebaut, die Bremsen. Und das ist ziemlicher Schmutz. Ich kann froh sein, dass ich noch ein Rennen ohne Damage fahre. Mit Damage wäre schon lange weggetiltet bis Mappen. Aber deswegen, das ist halt das Problem. Weil ich die Kurve halt nicht angebremst bekomme, verkacke ich halt, ich verliere halt so dermaßen viel Zeit. Einfach weil ich die nicht angebremst bekomme. Ja, okay, das war jetzt meine Schuld. Viel besser. Wieso mache ich das nicht gleich so? Die Bettnet ist ausverkauft, oder? Fantastic. That was the fastest lap. Ricardo behind. Ich kann widersprechen. Lap time is a Hab ich gerade richtig gesehen? 41.2. Fahrer hinter mir. Ricardo is behind you. Oh mein Gott, warum geht es auf einmal wieder? Es gab echt einen Vorteil, ne? Jetzt weiß ich immer nicht, wie viel Ricardo hinter mir ist. Fahrer hinter mir.
Ricardo behind. Their best lap time is a 1 minute 41.2. 41,2. 1,2 Sekunden langsamer. Oh oh. Ah. Hab mich aufgehalten. Stimmt gar nicht. Da ich jetzt eh keinen Sprit mehr habe, kommen wir auch so bei Back to Base. Das ist sogar besser als meine Q1-Reifen. Ah, auf meinen Q1-Reifen bin ich fast zwei Stints gefahren. Keine Ahnung, was ich schon kaputt bin. Your current levels of tire wear and damage, press the MFD button to open the multifunction display and then again to cycle to the tires and damage screen. Keiner auf Soft. Dann muss ich meine Facecam auch nicht wegmachen, weil es ist keiner auf Soft unterwegs. Aber wieder, Bottas mit schlechter Zeit. Lewis mit keiner guten Zeit. Max mit keiner guten Zeit. Und das könnte echt ein interessantes Rennen werden. Ich meine, das hilft mir gerade, auf Pole-Niveau zu bleiben. Das hilft mir sehr, 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 sehr gerade, dass die halt reinscheißen ziemlich. Lando hält sich am Rand. 36,1, 41 noch was. Da bin ich halt auch deutlich schneller. Vettel auf 11. Track is pretty empty right now. Okay, Russell hat jetzt natürlich keine Schnitte mehr, ne? Russell hat keine Schnitte mehr. Ich könnte mir den Reifensatz sparen. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. For real. Also vielleicht kommt noch was, aber nichts, was mich rauskicken könnte. Da bin ich mir jetzt mal so sicher. Ich bezweifle stark, dass ich da noch mit so 1,2 Sekunden Abstand noch rausgekickt werde. Guckst du? Vettel raus. Russell, beeindruckender Platz 15, keine Frage. Keiner Alphatauri weiter, das ist natürlich ein bisschen bitter, okay. Zweimal Renault befeuerte Motoren hier vorne. McLaren ist ja noch Renault. Wir wechseln ja wieder zu Mercedes. Und Checo. Das wäre wieder mal ein geiles Treppchen, Alter. Und ich glaube nicht, dass Alex im Rennen weit vorne fahren wird. Ich beziehe es jetzt einfach mal aufs Rennen. Diese Ergebnisse hier gerade, Sekunde, so. Alle natürlich auf Softs. Schöne ist natürlich, dass die doch alle noch in Q3 sind. Also starten sie alle auch auf den Softreifen außer Vettel. Aber ich glaube mal nicht, dass mir Vettel um den Sieg gefährlich wird. Jetzt war am Ende ist es George Russell, der einfach allen davonfährt und alle wegrasiert. Wacht ab. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich jetzt gespannt auf die Q3-Leistung der Top-Teams. Also, der Top-Teams und Leclerc. Was? Sit rep, we've got a leak in the hydraulic system, so it's gonna be a few minutes before we can get you out on track. Das ist scheiße, Jungs. Jetzt habe ich mir extra einen Reifensatz gespart, ne? 6, dann fahren wir bei 5 raus, circa. Das reicht nur für ein Stint. Dann muss der eine Stint stimmen. So, den hier muss ich in Q3 fahren, glaube ich, oder? War das nicht so? Ich weiß halt nicht, wie das abläuft. Warte mal. Muss ich den Reifensatz in Q3 fahren? Oder kann ich auch mit dem Reifensatz frisch ins Rennen gehen? Ne, nicht Q4. Q4 gibt es nicht. Q3. Ist der? Hier habe ich was gefunden. Darüber hinaus muss ein Satz der weichsten Mischung
in Q3 des Qualifyings gefahren werden. Die übrigens hinsetzen dürfen. Achso, ja klar. Ja, aber ist das der Satz? Oder weil, wenn ich ja jetzt einen anderen fahre, dann ist es ja auch fein theoretisch, oder nicht? Weil dann ist es auch ein Satz cool in. Ist der in Q3 vorgeschriebene Reifen ein reiner Qualifying-Reifen und kann auch im Rennen verwendet werden? Er wird nicht Qualifying-Reifen genannt, hat aber immer die weichesten, die weißeste der drei verfügbaren Mischungen bei Runde als solcher angesehen werden. Er kann aber auch im Rennen gefahren werden. Wahrscheinlich werden die meisten Top 10 diesen Reifen Q2 fahren und müssen dementsprechend das Rennen damit starten. Nein, das ist dann nicht das, was ich, was gefragt wird. Ich muss mal einfach so, aber an so einen Scheiß muss ich da mal denken. Das einfach mal so zu machen in einem, nicht in der Karriere, sondern einfach mal so ein Q3 zu machen. Mit einem Rennen irgendwo, keine Ahnung, beliebig hier und da. Da müssen wir da mal ausprobieren. Ich meine, ich werde ihn jetzt einfach mal fahren. Weil ich sag mal so, das ist halt der Reifen, den ich halt auch im Rennen haben werde später. Okay, the circuit is clear at the moment. We're good to go. So, dieser Reifen. Und wenn ich statt dem halt noch die Option habe, den hier zu fahren, fahre ich ja lieber den hier, wenn ich den nicht zwingend fahren muss, den aber mit ins Rennen übernehme. Weil dann habe ich ja noch einen frischen Satz Mediums fürs Rennen. So, weißt du, was ich meine? So, und weil dann hätte ich halt einen frischen Satz Softs noch mit im Petto. Statt den gebrauchten, wenn ich einfach den hier fahren könnte. Aber ich habe halt keinen Bock, jetzt eine Strafe wegen sowas zu kassieren. Weil deswegen ist halt auch dieses kleine Ausrufezeichen für verpflichtender Reifensatz. Ich weiß noch nicht, ob der auch dann eben in diesem Qualifying verpflichtend ist. Weil hier steht bei... Hat er mich gerade erst zu Apex eingeladen? Ich bin noch in Origin Online. Ich kann das sowieso nicht anklicken. Ah doch, hier. Weil hier ist halt auch das Ausrufezeichen, aber die sind fürs Rennen verpflichtend. Ich meine, ich werde jetzt einfach fahren. Wie gesagt, wir müssen das später mal ausprobieren. To view your current tire, brake and engine temperatures, press the MFD button to open the multifunction display. And then press it again to cycle through till you reach the temperature information screen. Oh, spulen wir noch ein bisschen vor. Und dann schauen wir mal auf die Zeiten. Die ersten, die reingetudelt kommen. Das ist nicht wirklich gut. Ich bin immer noch eine Sekunde schneller, ein bisschen mehr. Das ist die Leclerc-Zeit. Da kommt Stroll. Bottas ist auch durch. So, ich mache mich jetzt ready. Wie war das? AX, ne? AX, AX, AX. AX. When you're ready, let's go. Okay, ich habe noch 5:30 Zeit. Das reicht leider nur noch für eine Outlap und eine Runde. Aber ich muss jetzt Gas geben, damit ich nicht in den Verkehr komme. Aber meine Mechaniker-Jungs haben das Auto wieder ready bekommen. Okay, jetzt ist aber irgendeiner noch nicht gefahren. Da fehlt noch eine Zeit, sonst wäre ich nicht 9. Da fehlen noch 2 Zeiten sogar. Verstappen und Albon auch nur hier. Beste Zeit.
Didn't catch that. Say again. Schnellste Runde. Say again, you're breaking up. Och, Jeff. Schnellste Runde insgesamt. Currently the fastest lap is a 1:41.3. Das müsste ich mit einer 40er locker geknackt bekommen. Also klar, natürlich, logischerweise. Ach, da kommt noch der Lewis, kommt noch. Ich hoffe nicht, dass ich da in den Verkehr komme, ey. Komm mal ruck die Scheiße und yalla. Ich hab Gas, ich hab Spaß. Oh nein, da fahren die Ersten! Stop it! Da fährt Red Bull! Und Norris und Lando! Oh nein, ich bin mitten im Verkehr, das ist doch dumm jetzt! Lando! Nach hinten! Danke! Okay, was habe ich vor mir? Ein Red Bull. Okay, der hat Abstand. Ich hoffe, der bleibt bei dem Abstand. Der soll mal Gas geben da vorne, der Wichser. Okay, das war hart durchgeslidet. Oh nein, Lewis macht die schnellste Runde. Da hat mich Alex so hart irritiert. Wäre einfach da oben auf Seite gefahren. Ach Mann. Ja, Sektor 2 war schon, glaube ich, keine Bestzeit mehr. Jetzt kann ich nur noch mit Power auf der Geraden glänzen. Irgendwie zieh, Junge! Zieh! Komm, wir knacken jetzt die 3,50. Easy. Yes! Ja, sehr schön. So, wie viel schneller? Fahrer hinter mir. 41,2. Jetzt immer eine Sekunde schneller. Oh, da bin ich mit dem Hinterrad angestoßen. Okay. Trotzdem eine Sekunde schneller als Lewis. Ich dachte schon, der wäre jetzt auf Top-Niveau, weil er die beste Zeit gefahren ist. Achso, ist vorbei. Das Qualifying ist beendet. Yes! Und wir werfen noch einmal einen Blick. Oh, Sekunde schneller, leck mich. Ein McLaren, Hamilton und Sergio Perez. Boah, damit ey. Ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Die Abstände. Eine Sekunde schneller als das gesamte Feld. Da hat mir Lewis und die Bremsanlage aber echt noch, haben mich noch in Schwitzen gebracht. Aber schau dir das an. Renault-Motor. Mercedes. Ferrari, Renault. Da merkst du, glaube ich, was hier dominiert, und zwar Top Speed. Weil selbst die beiden Red Bull hier unten sind. So. Und selbst halt ein Ferrari über den Red Bull sind. Obwohl ich gar nicht mal in Erinnerung habe, dass Red Bull hier ist so schlecht ist. Also habe ich halt wirklich nicht in Erinnerung. Checo auf 3. Also Props. Ganz ehrlich. Das war halt auch sauknapp hier oben. Aber so knapp war es nicht. Hier war es knapp. Hier war es richtig knapp. Das hätte auch Leclerc auf 4 sein können. Adam schießt den Vogel ein bisschen ab.
Oh, das freut mich. Oh, das freut mich. Da haben wir die Pole. Sehr schön. Die nächste Pole auf der Rechnung. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Exakt, Sherlock. Das war eine tolle Qualifying-Session. Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie vor dem Hauptfeld starten? Eine Sorge weniger, das macht das Team glücklich, richtig. Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Was anderes hatte ich nie erwartet, man muss nur immer sein Bestes geben. Es ist toll, wenn sich harte Arbeit auszahlt. Ah, Kraft des Motors hätte ich antworten sollen, scheiße. Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Hat heute sehr viel Spaß. Gibt es irgendetwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern einen Vorteil verschafft hat? Schraubazierfähigkeit, damit er gleich noch ein bisschen günstiger ist. Nach dem Rennen. Klasse, das war dann alles. Great. Ich hätte natürlich Motor gesagt, keine Frage. Weil hier Q2 war halt Schrott. Q2. Sektor 2 war halt Schrott. Sektor 1 war geil. Sektor 3 auch dann. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ich da Bestzeit hatte. Keine Ahnung. Okay, ich bin gespannt auf die Reifenstrategie. Ich hoffe, dass ich die ein bisschen geändert habe vielleicht zum letzten Jahr. Ich habe leider nicht mehr drauf geguckt. Ich habe 10% hatte ich auf den Reifen. Auf den ersten war ich am schnellsten in Q2, ne? Ja, Q2 bin ich nur einen Satz gefahren. Ich glaube, die hatten aber 10%, ja. Okay, hat Angst vor den Harten. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ich hab halt richtig Angst vor den Harten, ne? Also bleiben wir ja sowieso. Alter, 1,14, okay, das wird spannend. Nicht, dass er am Ende gar kein ERS mehr benutzen darf. Das wäre hart scheiße. Gut. Dann rennen die Olga. 26 Runden in Baku. Auf einer der schwierigsten Kurse im Kalender. Ein herzliches Willkommen aus der Altstadt mitten im Herzen von Baku, dem Austragungsort des Großen Preises von Aserbaidschan. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, aber auch der engen Kurven und der wenigen Auslaufzonen sind wir heute relativ sicher, dass wir ein Safety Car erleben werden. Die Fahrer sind also gut beraten, wenn sie ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen. Der Baku City Circuit hat eine Länge von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie 2 DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadtmauer. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, in die Stadtmauer fährst du fast rein. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Auswirkungen für die Fahrer haben. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Lass uns über Charles Leclerc sprechen. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn sie sich dem heutigen Rennen stellen. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen. Also Lewis auf P2 wird halt hart, ne? Wenn der besser startet, ist der weg. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Stroll, Charles Leclerc und Ricciardo. Verstappen, Norris, Albon und Danny Quert. Keine Strafen bis jetzt. Sergio Perez, er hat eine Gridstrafe erhalten. Checo, schade. Ocon, Magnussen, Giovinazzi, Kimi Räikkönen und Romain Grosjean. Latifi und Russell, oh Mann, wie bitter. Oh, wie bitter. Zeit, zur Strecke zu schalten. Beste Qualifying-Ergebnis diese und letzte Saison. Schade, oh Mann, okay, hier viel zu hart, ich halt Angst. 3 Sekunden langsamer rein, rechnerisch. Soft, Medium, Soft. Frage, will ich das?
Ich muss fast. Ich will nicht auf den harten fahren. Ich habe keine Lust, auf den harten zu fahren. Da quäle ich mich nur unnötig drauf auf den Dingern. Ah, ich brauche ein bisschen mehr Sprit, viel gerade und so. Quatsch. So. Alles klar, Strategie haben wir. Werden wir so machen. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, bitte gerne in den Chat. Ich gehe mir noch kurz was zu trinken holen. Dann starten wir mit dem großen Preis von Baku. Bis gleich. Kurz auf Toilette. So. Alles klar. Jetzt bin ich wieder voll raus. Jetzt geht wieder nichts.
as good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Ich habe immer Angst, dass dabei zu viel Abnutzung auf die Reifen kommt, ne? Bei diesem Hin- und Her-Schlenkern. Da habe ich lieber kalte Reifen als sowas. So, also. Da sind natürlich hier vorne halt nur drei Mercedes hinter mir. Schaden natürlich für Lance. Für Checo. Radar is clear. Weather is looking good for now. Das ist gut. Ja, doch, ich hat sich soweit nicht verändert, by the way. Ist genauso geblieben, wie wir es vorhin uns angeguckt hatten. Ja, wird den hier mal übernommen. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Aserbaidschan. Ziel ist es erstmal den Start zu gewinnen gegen Hamilton und Bottas mittlerweile hinter mir. Aber es ist schon mal gut, Bottas steht schon mal nicht in. Da fahren sie ineinander, Stroll drängelt sich vor. Ah, der beweist doch so oder so jedes Rennwochenende, dass er kein Auto fahren kann. Punkt. Ja, ist ja gut. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Genauso. Sehr schön. Wenn ich das ERS langsamer, wenn ich das beziehe, mich langsamer hochstelle, dann geht das mit den Starts. Das war letztes Mal so, das war dieses Mal so. Da hinten wird schon rumgecrashed, wie wild. Stroll war schon kurz auf P3. Die sollen sich da hinten ruhig mal bebiefen, da krieg ich direkt ein bisschen Abstand dazu. Bin auf jeden Fall schon mal laut Bestzeit am Start am besten weggekommen. Also das ist natürlich eigentlich das Ziel, dementsprechend wie weit ich wegfahren kann, weiß ich natürlich wie ich am Ende stoppen kann. Oder was heißt am Ende? Weißt du, was ich meine, ne? Wie einfach es halt für mich wird, mit einem extra Stop eine gute Positionierung rauszuholen. Oder dementsprechend wie schwer natürlich. So, jetzt kommt der spannende Teil. Na, oh, alles cool. Da war da oben in der Altstadt schwieriger gerade eben. Sechs Sekunden. Ich fahre jetzt einfach so weiter. Genauso. Machen gleich ERS runter, Sprit runter.
Also ja, erstmal machen logischerweise jetzt runter. Viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät, viel zu spät. Voilà. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich fühle mich hier mit mehr Sprit besser. Das ist auf keiner anderen Strecke so. Ja, hier darf man ruhig ein bisschen Auslauf mitnehmen. Da ist Zeit verloren tatsächlich, immer wieder in der Engstelle um die Burg rum. Machen wir einfach einen entspannten. Wir schauen einfach, dass wir entspannt wegfahren. Ich krieg Abstand dazu gebaut. Über die Gerade. Mit unserem Qualifying-Tempo vorhin dürfte uns eigentlich rein logisch gesehen keiner schlagen mit der schnellsten Rennrunde. Es sei denn, irgendeiner macht das mega krasse, super Ding. Beschleunige aber ein bisschen zu schnell. Ist also zu hart, was ist zu schnell? The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Kurz hier oben nach dem sehr, sehr langsamen Teil einfach mal mit ERS ganz kurz beschleunigen. Schaden kann es nicht, so viel zieht es nicht auf so einem kurzen Meter. Aber im zweiten Sektor packe ich es tatsächlich, die schneller zu werden. Approaching the pit window, you'll be on the mediums. Check your MFD for a new strategy option. Ja, Jeff, gib mir eine Sekunde. Hab ja 30 oder so. Und 5. Okay, copy that. Okay. Boxenstopp. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Aber ne, war der Boxenrunde 5, ne? Da fahr ich noch eine. Oder? Ich verstehe das immer noch nicht so wirklich. Oh, scheiße, viel zu lange ERS an. Hamilton fällt aber auch ab. Also irgendwas scheint da nicht richtig zu sein. Ah, keiner Drift hingelegt. Frage ist, kann ich von Aserbaidschan Bottas jetzt auch so schnell wegziehen? Und Hamilton fällt hart ab, ne? Holy. War noch eine. Oh Gott, nicht von der Ideallinie runter. Das endet tödlich. Box, box, we're coming in this lap. Ja, we're coming in this lap, alles klar.
dann erst in Runde 5. Die Reifen funktionieren auch noch, ne? Die Äußeren sind ziemlich kaputt. Boxenstopp. Oh, wie schön das ist, dass ich wieder mit Jeff reden kann, ne? Oh Gott, das war sehr eng. Ich darf mich leichter verkennen und nicht so hart aufhalten. Wie gesagt, sobald ich halt jetzt gleich auf den Reifen bin, muss ich nochmal stoppen. Safe Call. Das Einzige ist das Schöne aktuell. Sie kleben alle noch beieinander. Das könnte bedeuten, dass sie alle dieselben Reifen fahren. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. Das bleibt nur leider nicht so lange, glaube ich. Right, come in at the end of this lap. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Und dann gib mir die Schlupfen. Ricardo, they're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Dann machen wir das. Wir fahren anders. Ricardo auch in der Box. Fährt soft, soft, medium. Obwohl, wird er noch stoppen? Ah ne, er bleibt gleich noch stehen. Dann sind das noch seine alten Softs. Ja, aber schön, 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 schön. Ich komme vor dem Feld da hinten raus. Das ist sehr gut. Auch weil die Jungs gleich alles stoppen werden. Also werde ich nicht so hart aufgehalten. Wir fahren jetzt eine Runde auf Mager, um ein bisschen zu sparen. Obwohl, ich könnte auf... Ja, ich fahre auf Standard. Wir haben ja noch Sprit. Wir haben ja am Anfang des Rennens nicht so viel verbraucht. Sobald ich zu hart auf Lando auflaufe, gehe ich auf Mager. Was mit meinem Fastly basically jetzt ist. Dann ich drauf geachtet, was das für ein Boxenstopp war. Mal froh, dass ich hier hinten nicht so hart ranziehe, dass ich irgendwas versuchen brauche. Jetzt muss ich halt gucken, was passiert. Lando wird doch jetzt safe in die Box oder nicht? Ich meine, ich muss jetzt einen Überholversuch starten, weil den werde ich jetzt automatisch starten, weil ich ERS und alles bekomme. Oh Gott, Lando! Holy moly! Da hast du aber fast weggeschmissen, mein Junge. Fährt aber nicht in Box. We've moved into P4. Puh. Okay, das war hart assi gegen Max, okay, gebe ich zu. Aber ich kam so schnell an, ich wusste, Alter, Lando. Gottes Nähe. Wenn du mir nur mal so einen Herzinfarkt verpasst, ne? Ohne Witz. Dann gib mir mal ein paar Nackeklatsche. Boah, leck mich, ey. Da hat er fast den Wagen weggeschmissen, der Junge. Oh. Er soll mal ein gutes Ergebnis hier zusammenfahren. Boah. Also, wenn mir das passiert, ich wäre halt geflogen bis Castrop-Rauxel, ne? Keine Frage.
Stroll will aber jetzt safe call in die Box. Der Lenzi. Der macht das hier aber genauso. Habe ich ihn berührt? Ich glaube, ich habe ihn berührt. Fuck. Wollte ich eigentlich nicht. Lando is in the pits. Lando in the pits. Okay, cool. Wir sind wieder rein rechterisch vorne. Gasly und Vettel auf harten. Ich glaube, die sind aber auf den gestartet, ehrlich gesagt, so wie das gerade eher aussieht. Hamilton und Bottas werden auch schon in der Box gewesen sein, also muss ich jetzt circa 20 Sekunden rausfahren. Mindestens 20 Sekunden. Ich weiß nicht wie, aber das schauen wir uns erst gegen Ende des Rennens an. Ich meine, ich kann auch nochmal auf Mediums gehen, ne? So ist das nicht. Ich muss ja nicht nochmal auf Softs gehen. Also daher gut, das... Ja, okay. Nee, vergiss es. Das betrifft aber nicht, dass ich nochmal stoppen muss. So. Dass die alle hier hinten aber so einen Schlenker hatten, ne? Oder zumindest Lando und Stroll. Aber vielleicht sind es bei denen einfach die alten Reifen. Kann ich mir auch vorstellen. Also Stroll müsste jetzt reingehen. Ich würde nämlich langsam mal gerne wieder den Abschluss auf den Mercedes sehen. Wer ist da raus? Da fällt ein Mercedes aus. Nee. Da fällt, ich glaube, doch ein Mercedes aus. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Aber da stehen zwei Autos, da steht ein Ferrari. Was ist da hinten passiert? Da steht ein Red Bull falsch rum. Schade, darf ich leider nicht mehr sehen. Oh mein Gott, da steht einfach Alex Albon falsch rum. Was geht hier ab heute? Okay, ich schaue mir gleich an, was für eine Runde wir sind. Runde 9. 8 auf 9. Das will ich mir angucken. Später natürlich. Da stehen zwei Autos. Aber da, von denen ist einer raus und das ist vorhin Grosjean gewesen. Die stehen einfach da. Gibt kein Safety, kann nichts. Ah, jetzt haben sie sich ein bisschen gelöst. Das ist nämlich ein Red Bull und ein Racing Point. Da komme ich gleich vorbei. Und es steht, glaube ich, ziemlich auf der... Ne, steht nicht auf der Ideallinie. Ah, jetzt sind sie aber auch weg. Da wurde wohl zu eng. Aber dass das kein Safety getriggert hat... Wundert mich halt, ne? Hallo Wand. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Okay. 10 minutes. Wenn das wirklich so ist, dann könnte es gar nicht mal so schlecht sein, dass wir die Mediums haben. Oh Gott im Himmel. Ich habe fast dasselbe gemacht wie die beiden gerade eben. Warum muss es denn regnen? Ich hätte stand jetzt den passenden Abstand wahrscheinlich. Sogar locker hätte ich den drin. Zumindest so wie es jetzt aussieht. Weiß nicht, ob das gleich ist. Aber warum muss er denn jetzt anfangen zu sicken? Oder nachher?
Ich bin wieder zu schnell am Gas in den Kurvenausgängen. Fahrer hinter mir. Battle is behind you. The gap to the car behind is 14.8 seconds. They're on old hards. Alter, harte Reifen. Their tires are 9 laps old. Ja. We think they've got one more stop. Er ist auf die Reifen gestartet. Was a 1 minute 47.7. Das sind die auch alle da hinten, glaube ich. Vorteil natürlich, ich fahre gerade richtig schön Sprit sparen, ne? We're leading our teammate by 33.7 seconds. Und Lando hat halt jetzt die ganzen Hardfahrer vor sich, ne? Der muss halt erstmal warten, bis die in die Box fahren nachher. Viel zu langsam durch die Kurve, ey. Das war viel zu spät eingelenkt und dadurch viel zu langsam. Da muss ich halt richtig schön mit der Kurve beschleunigen. Und halt die Auslaufzone da weit mitnehmen. Ich meine, da ist halt so eine gebaut, ne? Warum sollte man die dann nicht mitnehmen, ne? Gas, ich hab Spaß. Bin der Einzige, der hier eine andere Strategie fährt. Nee, Ricciardo könnte dieselbe noch fahren. Er ist auch so viel rein wie ich. Okay, da gab's einen Platzwechsel. Nee, gab's gar nicht. Sah so aus von der Innovation her. Aber wahrscheinlich gab es die vor Vettel. Was ist denn Vettel gerade geholt, meine Damen und Herren? Frage ist halt, wann kommt der Regen? Wetterbericht. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. Dries seem like the best time. Jetzt heißt es halt immer noch 10 to 15 minutes, ne? Aber ich denke einfach mal, wir werden nichts mehr an der Strategie ändern. Wie lange bin ich vorhin auf den Softs gefahren? Ich meine, ich könnte ja. Rein sicherheitshalber. Lieber auf Mediums gehen. Ich meine, den Abstand habe ich. Ne? Den habe ich safe. Und dann würde ich es halt ganz sicher machen in Sachen Reifenverschleiß. Sind neu, sind nicht angetouched. Ich glaube, wir machen das besser. Weil wir sind immer noch unfassbar fast. Sollte uns eine die schnellste Rennrunde abnehmen, okay, dann ist es halt schade um die. Aber wir haben halt deutlich sicherer. Und ein deutlich sicheres Fenster zum Stoppen. Oder 19 bis 21. Okay, pass auf, wann bin ich reingefahren? 6, ne? Ne, 5. Heißt, ich bin jetzt 6.
fast 6 Runden auf denen unterwegs, 7 Runden. Ich fahre jetzt noch 13. Also ruhig noch ein bisschen. Viel zu spät. Doch, ging noch. Wir können ja mal fahren und dann so auf, weiß ich nicht, 18 oder so. Wir können ja eigentlich auch einfach planmäßig mit dem Stop wechseln. Schauen wir mal, was die Reifen sagen. Stoppen wir ein bisschen früher. 17, 18 um den Dreh. Dann sollten die Harz langsam auch stoppen. Ich fahre die ganze Zeit auf ES, ne? Dafür nochmal einen lilanen Sektor hingelegt. Da habe ich halt Angst vor, ne? Vor dem Rain. Easy. Ich kann das. Bisschen ruppig, aber hey. Da vorne fährt Verstappen. Alben. Da muss ich aber echt nachher ganz dringend ins Replay mal reingucken. Das interessiert mich halt schon, ne, was da gerade passiert ist. Aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Also nochmal rein rechnerisch. Heißt 17 müssten wir eigentlich rein können. Eigentlich müssten wir jetzt schon rein können. Problem ist. Obwohl, ne, so viele werde ich gar nicht vor mir haben, Hartfahrer. Wir fahren hier nach noch eine. Und dann gehen wir rein. 10 Runden mit dem Medium Slip. Ich hoffe einfach mal nicht mehr auf den Regen. Wetterbericht. Wetterbericht. We think we may see some rain. ETA is about 15 minutes. ETA 15 minutes, vorhin. Also in Runde 6, glaube ich, oder so, waren es schon, ne, kurz danach waren es schon 10 Minuten. Oh, ihre Reifen machen gerade einen harten Abgang anscheinend. Oh, ich fahre die ganze Zeit mit ERS. Das ist nicht smart. Ein bisschen den Fokus gerade wiederfinden. Bottas ist auf 35, auch mit Mediums. Der fährt dieselbe Strategie. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Dass die auch die harten hier meiden. Finde ich aber interessant. Da muss ich mir vielleicht nicht so einen Stress machen. Obwohl, ich weiß nicht, wie was Hamilton fährt, ne? Keine Ahnung. Ich komme als Safe Call wieder vor dem raus. Ich komme wahrscheinlich auf der Höhe von Vettel raus. Hinter Vettel quiert so um den Dreh. Boxenstopp. Okay, we can take you this lap. Ich
geht ja, ne? Ich bin ja vorhin auf den Soft gestartet, das ist ja kein Problem. Fahre ich ja immer noch zwei verschiedene Mischungen. Sehr eng, viel zu langsam. Boxenstopp. Understood, stopping this lap. Lieber zweimal sagen. Bei dem Spiel traue ich tatsächlich alles zu. Okay, wir haben auf Bottas einen Abstand von 36 Sekunden. Bottas ist der Erste, der uns wirklich gefährlich werden kann. Ich glaube nicht, dass wir mit den Hardfahrern so einen Stress haben werden. Problem ist, gerade zieht es sich ziemlich zu. Wetterbericht. Wetterbericht. Looks like rain is inbound, and we're expecting it in around 5 minutes. 5 minutes till the rain dries seem like the best tire for now. Es ist natürlich jetzt hart, das Gezocke. Wenn es echt in 5 Minuten anfängt zu regnen. Es ist halt wirklich hart, das Gezocke. Exit, exit now. Oh, what the fuck, ich komme halt so locker vor denen raus. Gar kein Problem. Holy. Ein Boxenstopp kostet ja echt nur 18 Sekunden. Also plus Ausfahrt halt, ne? Okay, dass ich jetzt dazu ziehe, ist natürlich ein bisschen belastend. Ich habe aber immer noch 37 Sekunden auf Bottas. Trotz meines Stops, erstaunlicherweise. Also habe ich immer noch 20 Sekunden, falls ich nochmal außer Planmäßig stoppen muss. Was natürlich im Falle eines Regens sein kann. Ah, jetzt sind es 20 Sekunden geworden. Das ist spannender. We're getting some strange readings from a couple of the sensors. I don't think you need to be worried. It's just some bad data, so keep doing what you're doing, and I'll let you know if we notice any genuine problems. Okay, jetzt habe ich eine gute alte Mercedes-Problem. Die Sensoren sind ein bisschen. Sensoren sind ein bisschen crazy am Beam. Zu lang Overtake gerade eben an. Wetterbericht. Radar suggests some weather is going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Dry seem like the fastest tire at the moment. Okay, es wird safe noch anfangen zu regnen. Frage ist, müssen wir safe noch auf die Inters gehen? Muss ich safe noch auf die Inters gehen? Weil wir wissen ja, wenn Mercedes das nicht muss, muss ich das wahrscheinlich schon. Ich habe wieder viel zu lange ERS. Oder wenn das restliche Feld das nicht muss, muss ich das teilweise schon. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Kacke, da war ein Boxenstopp echt unnötig. Ja, warten wir mal ab, was da für ein Regen kommt. Gerade nochmal auf schnellster Runden Zeit unterwegs, vorm Regen vielleicht einfach nochmal einen auf sicher setzen.
That was the fastest lap of the race. Keep this up. Wetterbericht. We don't think it's gonna stay dry for much longer. The rain could come at any moment. Watch out, dries seem like the best tire for now. Da fällt das in der Box. Die stoppen alle auf Trockene. Sind die bekloppt? Ich meine, ich find's gut. Aber damit zweifle ich ganz ehrlich, dass es hier gleich noch anfängt, wenn die KI so denkt. Dann wäre natürlich realistisch. Ach, scheiße. Wetterbericht. Dry seem like the fastest tire at the moment. Er mögt noch harten, der fährt durch. Okay. Bottas müsste eigentlich nochmal stoppen. Okay, das habe ich nicht erwartet nach dem roten zweiten Sektor. Von mir aus kann es ganz leicht anfangen zu regnen. Aber dass wir auf den Mediums weiter fahren können ohne Probleme. Okay. Das war ein sehr interessanter Bremsweg. Das hier da hinten auf Soften unterwegs. Das ist einer von den Hardfahrern gerade eben, die gestoppt haben. Okay. Bitte lass mich komplett zurücksetzen können. Oh, danke. Das ist unser erster Joker, by the way, ne? In einem Rennen, wo wir eigentlich unendlich Joker haben. Obwohl in Monaco haben wir die auch. Es regnet. It's a raining man. Yeah. Hier ist halt das Problem, es gibt sehr, sehr schnelle Kurven und die sind bei Regen halt fatal. Wetterbericht. This light rain is gonna be with us for a while now. Dries seem like the best tire for now. Mhm. Noch ging's tatsächlich. Aber geht auch jetzt erst los. It's a raining man, yeah. Warum schalte ich hier erst aus? Das brauche ich noch. Boah, dass das gleich in die Box fährt, bin ich am Arsch. Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. Okay, jetzt werde ich langsam und vorsichtig. Ach, scheiße, wieder vergessen, ES auszumachen. Immer wenn ich neuer bester Sektor 1 fahre, dann weiß ich, okay, du hast ES vergessen auszumachen, Bruder. Immer. Normal.
Wetterbericht. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Dry seem like the fastest tire at the moment. Ja, Frage, ist das hier schon Light Rain? Oder wird Light Rain noch ein bisschen stärker? Weil so ist cool. Ich meine, 20 Minuten mit dem Regen, das kriege ich hin. Ich kann damit aber ganz gut abschätzen, wann mein ERS zu Ende ist und wann nicht. Lol, okay. Das Mittelfeld, also die kleben halt alle noch ziemlich nah beieinander, ne? Was hat das? Lando hält einen ganzen Wagenscharren auf. Ich glaube, Lando müsste theoretisch auf P6 sein gerade. Ja, Lando ist auf P6. Alles cool. There's 5 laps of fuel remaining. Hat sich da geändert, Hamilton an Vettel vorbei, wa? Vettel wieder an Hamilton vorbei. Eine wahre Prügelei da. Okay, da war mir klar, dass mir das mindestens einmal passieren wird. Jetzt werde ich unvorsichtig. Tatsächlich, wenn ich den riesen Abstand wahrscheinlich sehe, denke ich mir, okay, jetzt kannst du ja ein bisschen, ne? Aber nee, erst recht jetzt muss ich halt vorsichtig sein eigentlich. Kusi Training! Also, some drips. Ich kann es auch vorsichtig angehen lassen. Ich habe halt so viel. Ich könnte zweimal stoppen. Obwohl, ich weiß nicht, wird Stroll mir auch schon gefährlich? Warte mal, das ist das endliche Podium, ne? Das letztliche. Also, hier wird keiner mehr stoppen, glaube ich. Stroll und Gasly, maybe. Fahrer hinter mir. Stroll is behind you. The gap behind us is 40.4 seconds. They're on old hards. Their tires are 12 laps old. The time last lap was a 1:47.1. Er wird nicht mehr stoppen, der Junge. Das wäre natürlich krass. Wenn Hamilton ist 3 Sekunden weg. Kurzer Schlenker. Ah, danke, danke. So macht man das. Da wird sich nach dem Rennen auch bedankt beim Fahrer. Kann man mal machen. Finde ich, gehört sich so. Wenn man einen so clean vorbeilässt. There's 4 laps of fuel remaining. Sachte. Paar Ründchen noch. Ah, Hamilton ist schon mal vorbei am Quert. Ah, ne, Quert ist ein bisschen abgefallen, ne? Oder war, ne, da vorne war Gasly. War da Quert oder Gasly da oben? Oder das war noch irgendwer in der Box? Tut aber gut, ganz ehrlich, nach so einem Rotzrennen wie in Monaco jetzt nochmal so ein schönes, cleanes Rennen zu fahren, wenn ich dran denken würde, dir jetzt mal das ERS rechtzeitig auszuschalten.
Also klar, die Schrammer da links sind von mir, so ist das Thema clean, aber weißt du, was ich meine? Oh. Da sind noch ein paar neue dazugekommen. Der war sehr knapp an der Wand vorbei. Ich glaube, die habe ich sogar erwischt links. Mit dem Vorderreifen. Geht noch. Alles easy. Ja, wenn ich die halt nicht 100% nach Idealen, die in der Fahrer passiert, genau das. Ich leck mal kurz an der Wand. Ein bisschen hart, aber hey. Das ist halt aber die Problemstelle in Aserbaidschan gewesen. Gar nicht mal die enge Stelle an der Burgauffahrt. Sondern halt wirklich ganz einfach. Diese schnell letzten beiden Kurven. Oder letzten drei Kurven oder was weiß ich. We have two laps of fuel remaining. Also, nice, da haben wir noch nichts. Ich bin immer noch still, ich habe mal keine Lust, das Ganze jetzt zu jinxen. Hast du nämlich das Elben nicht aufholt auf das restliche Feld? Der hält nämlich an sich ganz gut mit. Also ist jetzt nicht so, dass ich komplett abziehe. Vorletztes Mal. You're doing well out there. Keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. Ah, mit Fullspeed geht das so schnell nicht. Mit Fullspeed geht das halt so schnell leider nicht mehr. This is your final lap. Final lap of the race. Bis gegenlenken. So, der Regen ist fein auf der Strecke. Also klar, es macht die letzten beiden Kurvenkombinationen, also die letzte Kurvenkombination echt schwierig. Und ohne Bande mit Fullspeed nahezu unmöglich zu fahren. Aber es geht. Klar, ich bin viel am Rutschen und so, muss viel nachkorrigieren. Obwohl, so viel muss ich gar nicht mal nachkorrigieren. Ich bin auch sehr großzügig im Lenken heute. Und das Podium sieht bis jetzt so echt interessant aus. Da ist ein Sebastian Vettel auf P2. Oh, hoppala. Ich fahre voll erst, ja. Okay. Ah, okay, da wollte ich vielleicht noch ein bisschen dürfen. Habe es aber zu übertrieben. Aber ein letztes Mal geht's auf die Stadt Ziel zu. Das war pure Dominanz. Mit einer anderen Strategie als alle anderen tatsächlich. Eine ganz andere Strategie, die ich auch noch währenddessen geändert habe tatsächlich. Aber es hat funktioniert und es hat sich ausgezahlt. Und Sepp auf P2.
Nachdem er es nicht in Q2 geschafft, nicht in Q3 geschafft hat. Das war der Sieg in Aserbaidschan. Einfach durch den Stop. Großartige Arbeit vom gesamten Team hier und natürlich auch zu Hause in der Fabrik. Und last but not least, eine perfekte Fahrerleistung. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team. Stroll auf 3 als bester Mercedes-Motor. Was war da nur bei Mercedes los, ey? Also bei Mercedes selbst. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Wieder boah, also dieses leck Ergebnis mich am Arsch. Führenden der Meisterschaft heute, durch das der Abstand zum Rest der Konkurrenz weiter vergrößert wird. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. McLaren verdrängt den bisher Führenden und übernimmt die Kontrolle hatten in der wir Meisterschaft. Schon. Mittlerweile hat Ferrari seine Position wieder hoch. Verbessert. Hey, was? Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja. Kurze Pinkelpause, danach schauen wir uns natürlich das Replay nochmal an, ganz wichtig. Und lassen ein wenig Revue passieren. Gleich. So, Mensch, das war jetzt aber auch langsam dringend, ey. Das kam aber auch erst im Abspann, ne? Im Auto habe ich noch nichts gemerkt. So, alles klar. Holy shit, 48 Sekunden Vorsprung. Das ist krass. Schnellste Rennrunde, easy mitgenommen. Da kam keiner ran heute, easy mitgenommen. Es gab ja nicht mal Leute, die die 44er geknackt haben. Selbst die 45er haben nur die wenigsten geknackt und wir knacken einfach easy game die 43er. Holy shit. Und ich glaube, das hatten wir auch noch nicht oft bis jetzt. Das hatten wir auch noch nicht oft bis jetzt, dass wir ein doppeldeutsches Podium haben. Also die Mercedes, keine Ahnung, was da los war. Beide abgefallen.
Verstappen war auch nie wirklich da. Lando leider keinen Punkt. Knapp war's. Sonst die ganzen Monster haben es halt ziemlich gut gemacht, ne? Russell 17. Okay. Was hier passiert, das müssen wir gleich nochmal angucken. Da war auch ein Checo war darin involviert. Genau, muss eigentlich. Okay, wir gehen in die Rangliste kurz. Schauen uns das hier an. Er hat sich einiges getan. Wir haben unseren Vorsprung um 6 Zähler vergrößert gegenüber Mercedes in der Konstrukteursrangliste. Das ist gut. Aber das kann sich halt jedes Rennen wieder ändern, ne? Mercedes muss nur einmal noch dominieren und dann sind wir da halt wieder vom Fenster. Hier aber 77 Punkte Vorsprung. Das ist ein Puff, auf dem wir uns erstmal ausruhen können. Das wären, mal angenommen, Bottas gewinnt jedes Rennen, ich verliere, wären das 3 Rennen, die ich ausfallen könnte und wäre immer noch mit 2 Zählern vorne. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Außer schnellste Rennrunden. Sebastian Vettel sammelt ordentlich Punkte, ey. Natürlich mit dem zweiten Platz. Holy Macaroni. Mechanisches Versagen. Kollision mit Leclerc? Schwere Kollision mit Leclerc. Alex Hamilton hat sogar eine Zeitstrafe bekommen. Was ist da passiert in Runde 8? Bottas hat auch irgendwas mit Magnussen gemacht. Der war kurz davor eigentlich. Gucken wir kurz in Boxstops. 2, 5, 6. Also Zeitstrafe, klar. 2, 5, 1. 2, 4, 5. Ne, hier 2, 3, 1 muss ich noch mitzählen. Das war der schnellste Boxstopp. Geht wieder mal ins Hause Williams. Ins Hause Williams. Zu Latifi. Ja, doch, zu Nicolas Latifi. Okay, Runde 8. Runde 8 würde ich mir jetzt geben. Was ist Runde 8 passiert? Was zur Hölle ist in Runde 8 passiert? Wir müssen natürlich erstmal das Map im Süd vorspulen. Ja. Aber da muss ja schon, also wenn es schon schwere Kollision mit Albon war, ne? Da kriege ich ja schon selten hin, eine schwere Kollision mit irgendwem zu kriegen. Ich nehme mal kurz meine Kopfhörer ab, weil das klingt immer nach Kretze. Wir sind jetzt in Runde 2, ne? Aber guck dir den Vorsprung schon an. Warte mal, es war schwer in der Kollision mit Leclerc, ne? Hier, haben wir die 16. Wir müssen in Runde 3 alle einfahren, glaube ich. Oh, da ist Albon schon sehr nah an Leclerc. Oh, da verliert Leclerc aber. Lando, Überholvorgang. Schön gemacht. Ja, der Ferrari verliert ja ordentlich Position. Da war aber noch alles gut. Zum Stoppen. Boah, wie sind wir denn davon? Konnte er sich aber behaupten. Ich glaube, das war oben, ne, habe ich so gesehen. Also oben in der Anzeige, auch in der bin ich gar nicht zu weit vorne für sowas. Müsste ich jedenfalls. Ich habe by the way nicht mal mitgezählt, ich glaube wir sind noch lange nicht da, aber... Ne, da war alles cool. Dahinter fährt Checo jetzt schon.
Da war eine gelbe Flagge. Achso, VSC, das war Romain Grosjean. Okay, da sind wir Runde 5, gut zu wissen. Wir müssen jetzt hier in Runde 6 reinfahren, da kommt Checo. Ah, die Überholung aber nicht gelingt. Dürfte das jetzt Runde 6 sein? Runde 7. Also noch eine Runde, danach müsste die Runde kommen, in der einfach alles schief geht. Da kann man auch gut ran, aber das reicht nicht für die Frage. Fehlen hier erstmal ein paar Meter, 10 Meter oder so. Was ist das hier jetzt schon Runde? Die entscheidende Runde. Ja, das sieht noch nicht so aus. Ah ne, da geht's in die Box. Hier ist cool ein Boxenstopp. Ist halt jetzt schon die Runde? Ja, das müsste jetzt eigentlich die Runde mittlerweile sein, ne? Aber was hat Max damit zu tun? Und wo ist Max? Alex, nicht Max. Da vorne Führer. Boah, Lando ist auch mit in mir gespannt, ne? Da vorne steht er tatsächlich schon. Okay, da müssen wir weiter nach vorne. Weil Lando war halt direkt vor Alex, ne? Pass auf. Hier fährt Alex noch. Ne, da bin ich. Bleiben wir auf. Ne, das hier ist Max. Max hat sich gedreht. Hä? Der Motor war am Arsch. Gehen wir mal in die Cockpit-Perspektive. Oh ne, lol! Da steht Albon. Einfach so. Okay, da muss ich noch ein Stück weiter nach vorne. Sekunde. Ne, fahre nach vorne. Renault. War er hier schon raus? Finde ich ihn deswegen nicht? Er hat's einfach verkackt. Er hat's einfach himself verkackt. Boah, Alter, was ein Abflug. Der hat die zu eng genommen. Der hat, ich meine, man sieht es leider durch den Spectator hier nicht sehr gut. Der hat die einfach, ich glaube, er hat sie zu eng genommen. Ich meine, der fährt halt schon. Berührt er die Wand? Nee, er berührt, glaube ich, nicht die Wand. Aber das war viel zu viel Curb. Curb und beschleunigen. Nee, er berührt die Wand bei langem noch nicht. Und hier beschleunigt er zu viel. Oder hier. Und dann hat er den Wagen hier halt verloren. Schauen wir mal ganz kurz eins nach vorne. Schauen wir mal ganz kurz wie... ich glaube, das ist Lance Stroll hier durchfährt. Ja, guck mal, wie wenig der hier nur vom Randstein mitnimmt. Also das war Alex absolut selber schuld. So, okay. Also Alex kommt, beschleunigt zu sehr auf dem Randstein, verliert den Wagen. Crasht mit 240 mit circa 200 mit circa 200 202, dann kommt ein Sprung auf 200, auf 180 mit 200 Sachen in die Wall, dreht sich um Himmels Willen und da kommt Gasly mit Fullstoff.
Oh Herr im Himmel, Alter. Warte, wir müssen es eigentlich standardmäßig mal aus der Gasly-Perspektive angucken. Okay, er hat's früh genug gesehen. Er hat's Gott sei Dank früh genug gesehen, tatsächlich. Ich meine, Formel-1-Fahrer, wenn der hier so kommt, hier sieht er das schon. Ne, die haben ja Reflex wie sonst was. Und hier sieht der Mann das schon. Von daher alle Zeit zu reagieren. Der hat plus 18 Runden Sprit? Was? Ah, ne, 18 Sekunden sind das, oder? Nee. Doch, muss eigentlich. Nee, kann aber gar nicht sein. Aber Eier! Aber Eier, dass er auf Vollzieht bleibt. Eigentlich müsste er ja auf die Bremse gehen, zumindest vom Gas. Aber er geht mit Fullspeed vorbei. Obwohl der noch nicht steht. Also der ist auch schon vorbei. Vettel-Lenker zuckt ja übel. Ricciardo nimmt aber auch so viel mit, ne? Fällt mir gerade auf. So, der hat wahrscheinlich kein Gas gegeben. Also, der ist schon am Runterbremsen, tatsächlich. Hier war wahrscheinlich... Ne, da war doch gar kein Safety-Car. Warum bremsen die denn so krass ab und die anderen nicht? So, und dann muss es hier eigentlich einen Folgeunfall gegeben haben, oder nicht? Wahrscheinlich eine Art Auffahrunfall. Ne, wo ist Leclerc denn? Bist du Leclerc? Ja, du bist eine 16. Schauen wir mal aus der Checo-Perspektive. Oh lol, weil Elben wendet! Weil Elben wendet! Oh mein Gott, da hatte... Alter, Elben würde instant seinen Sitz verlieren, wenn er sowas probiert, in real, ne? Holy, der hat ja... Alter! Ah, voll war Lando nicht. Und dann wendet der bei... Alter, leck mich am Arsch. Ja, okay, dass Checo dann halt im Bremsen... Checo ist dann im Bremsen... Ja, in Leclerc reingefahren. Okay, das ist jetzt einfach nur noch Bugscheiß hier. Oh nein! Wie bitter für Checo! Oh, und Alex macht einfach Wenden in 500 Zügen. Oh, wie bitter das war für Checo, dass er da stehen geblieben. Okay, das ist halt KI. Das ist halt KI. Warum setzt er den jetzt selber nochmal zurück? Da war wahrscheinlich ich, der gerade entgegenkam. Oh nein, wie bitter! Checo wäre auf Podiumkurs, ne? Wahrscheinlich. Oh Mann. Aber Lando, übel Glück. Alter, holy. 2 Sekunden früher losgefahren, der wäre voll in den Rhein gerasselt. 2 Sekunden weiter hinten gewesen. Alter, das habe ich auch noch nie gesehen. Ohne Witz. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Konnte mit solch einem Auto abwarten. Nur von meinem Teamkollegen. Dieses Team gibt echt Vollgas. Ja, also hier, Strapazierfähigkeit. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas auffallen? Nicht mit dem aktuellen Triebwerk. Sie liegt halt am Triebwerk, ne?
Das Wetter heute war grässlich, aber glauben Sie, dass das für Sie vielleicht von Vorteil war? Nö, nicht unbedingt. Wenn es trocken geblieben wäre, wäre ich auch genauso weitergefahren. Also dann Regen ist in der Regel halt zum Nachteil für mich. Ja, ja. Regen ist halt schon eher ein Nachteil für mich, ne? Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Kein Kommentar. Klasse, das war dann alles. Super. Und wieder voll Lewis. Bis jetzt gefällt mir die Saison wirklich, ne? Auch wenn Monaco ein reines Prügelfest war, aber wir reden nicht über Monaco. Richtig. Einfach nicht drüber reden, passt schon. Ihr Marketing-Upgrade, was ist das denn? Und 2200. MGUK. Oder Steuerelektronik. Ich glaube, MGUK und so ist gar nicht mal so wichtig. Also könnten wir eigentlich auf die Steuerelektronik gehen. Ja komm, machen wir das. Besser ist, sicher ist sicher. Ist vor Frankreich fertig. Safe. Also wenn es durchkommt natürlich. Okay. So stark läuft mein Vertrag ab. Eine kleine Winterpause natürlich. Ja, der wird natürlich ausgeführt. Hallo? WM-Lieder. Was ist das? Aktivitätenplanung. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ich weiß halt nicht, was das ist, ne? Kanada! Circuit Gilles Villeneuve. Dann gehen wir auf den Circuit Gilles Villeneuve zum Rennwochenende. Wettervorhersage. Gegen Ende des Qualifyings könnte es regnen. Das Rennen ist sehr, sehr sonnig. Wenn das so bleibt, wäre ich damit zufrieden. Lieber im Qualifying Regen als im Rennen. Apropos Regentraining 1 Regen. Leichter Regen. Ich denke mal einfach, es wird abklingen, weil Training 2 wieder Sonnenschein ist. Aber okay, da wissen wir schon mal Bescheid. Ist besser als so etwas im Rennen zu erfahren. Sehr, sehr schön. Was auch immer das jetzt für ein Upgrade, was wir bekommen haben, was auch immer es gebracht hat. Marketing-Upgrade, keine Ahnung. Aber okay, wir sind jetzt tatsächlich seit Bahrain nicht mehr ohne Podium. Das ist natürlich schön. LOL. Erster, Zweiter, Erster. Ah, einmal Zweiter zu viel geworden. Ich bin mal gespannt. Ich bin froh, dass diese erste, ich sag jetzt einfach mal, ne, das Hassquartal dazu, auch wenn es kein richtiges Quartal ist. Ich bin froh, dass es so gut über die Bühne gegangen ist. Also so sehr gut über die Bühne gegangen ist, sagen wir mal so. Denn ab jetzt, Kanada können wir, Frankreich können wir, Österreich können wir. England wird nochmal spannend.
Ungarn wird auch spannend. Belgien können wir an sich auch. Italien können wir auch, wenn nix gigaschief läuft. Ich rede von der, Ascari, glaube ich. Variante Ascari. Letzte Schikane in Monza. Singapur wird spannend. Russland können wir. Japan wegschmeißrennen. Bin ich mal gespannt, wie viele Punkte wir da holen, wenn wir da versuchen, ernsthaft zu fahren. Und den letzten Rennen müssten wir eigentlich auch performen. Wir haben die Chance, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Und die werden wir ergreifen. Wir sind gerade voll schon dran, die zu ergreifen. Und das ist einfach geil. Sekunde. So. Also ich bin halt absolut fein damit. Holy shit, das war so ein schönes Ergebnis. Sind so schöne Ergebnisse bis jetzt.